Mein Name ist Emil Sandkuhl. Ich bin der Ausbildungsleiter der Internationalen Qigong-Vereinigung und begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich schon darauf, gleich mit Ihnen zu üben. Ein Reizdarm beruht auf einer funktionellen Störung des Darms. Typische Symptome sind Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung. Häufig verstärken sich die Symptome bei Stress. Die Krankheit kann sehr belastend sein, ist aber nicht gefährlich. Für eine sichere Diagnose muss der Arzt andere mögliche Ursachen ausschließen. Die Betroffenen leiden häufig an Durchfällen oder Verstopfung. Bei einigen ist der Stuhlgang allerdings unverändert. Sie leiden vor allem unter Schmerzen oder unter Blähungen, einem Blähbauch und abgehenden Darmwinden. Diese Symptome treten aber auch häufig in Kombination mit Durchfall und Verstopfung auf. Konzentrieren Sie sich insbesondere bei dieser Übung auf die Akupunkturpunkte Nai Guan, Herzhülle 6, Herzhülle oder Perikardmeridian. Dieser Punkt befindet sich mittig innen an den Handgelenken, zwei Daumen breit über der Handgelenke.